Armut ist ein Problem und die Agenda 2010 hat keine Fehler, sie ist ein Fehler komplett. Also sie gehört für uns abgeschafft und komplett ersetzt durch ein menschenwürdiges System. Zum einen der Arbeitsförderung, zum anderen der Finanzierung. Und ein System, das das Existenzminimum nochmal ankratzt, nochmal zurückschrauben darf, das funktioniert nicht, das ist falsch. Ich hätte dann eher das System, was man bei Industriebetrieben gern macht von seitens der Regierungsparteien, dass man eben das Fördern immer ganz vorne dran stellt. Und beim Fordern bei der Industrie ist man immer sehr nachlässig. Da wünsche ich mir manchmal etwas mehr, aber bei Menschen muss das Fördern im Vordergrund stehen und ein lebenswürdiges Leben für alle. Das ist zu garantieren, insbesondere für Kinder. Deswegen ist die Agenda 2010 falsch. Sie muss dringend beseitigt werden. Kim hat recht. Diese Inflationsrate ist gerade für einkommensschwächere Familien eine Katastrophe. Sie führt direkt in Frieren im Winter, in Hunger alltags oder in eine extrem ungesunde Ernährung, weil man sich einfach nichts mehr leisten kann, nicht mehr bezahlen kann. Die Tafeln selbst haben kaum noch Spenden, das heißt, das geht zurück, der Bedarf wächst ständig. Insofern muss man gegensteuern. Deswegen wäre aus unserer Sicht als allererstes natürlich notwendig, zumindest bei Grundnahrungsmitteln, die Mehrwertsteuer auf Null zu setzen. Das ist laut EU-Recht möglich. Und gleichzeitig muss natürlich eine Preisaufsicht her, dass sichergestellt wird, dass der Rabatt auch bei den Menschen ankommt und nicht, dass Aldi damit seine Gewinne steigert, so wie es die Ölkonzerne beim Benzin gemacht haben. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich die Energiearmut. Und deswegen haben wir ja als Linke vorgeschlagen, dass jeder Haushalt im Monat 125 Euro bekommt zum Ausgleich der Energiekosten, die ja auch auf die Lebensmittel durchschlagen. Und weitere 50 Euro für jedes Mitglied über eins hinaus. Also ein Familienhaushalt 125 Euro, zwei Familien 175 und dann immer 50 für jedes weitere Mitglied obendrauf. Monatlich erstmal bis Jahresende. Dann muss fortgeführt werden, aber um die Armut wirksam zu bekämpfen. Ich würde erstmal prinzipiell recht geben, dass der Staat sich wesentlich mehr um die Armen kümmern muss, dass da wesentlich mehr gezahlt werden muss. Die privaten Spender muss man differenzieren. Ich fände es besser, wir hätten ein gerechtes Steuersystem, das im Prinzip dafür sorgt, dass sich eben die Millionäre und Multimilliardäre nicht einen schlanken Fuß beim Steuern bezahlen machen. Dieses Geld fehlt uns. Das Abschaffen der Vermögenssteuer, das wäre zum Beispiel ein Punkt Geld, das heute fehlt, um Armut zu bekämpfen. Eine ordentliche Vermögenssteuer, eine ordentliche Besteuerung von riesigen Einkommen von über 1 Million Euro würde das Geld bereitstellen, um Armut wirksam zu bekämpfen. Und im Übrigen ist es ja auch nicht ganz einfach, wenn man sagt, man hat Steuern bezahlt, spendet und dann kann man die Spende von der Steuer absetzen. Also beim besten Willen beißt sich die Katze in den Schwanz. Also wichtig wäre ein vernünftiges Steuersystem, das dafür sorgt, dass die viel haben, viel leisten können, dass dann die Spenden gar nicht mehr notwendig sind, weil der Staat seiner Fürsorgepflicht ausreichend gerecht wird. Da sind wir wieder bei dem Thema faire Besteuerung, faire Sozialstandards. Die EU kann natürlich Sozialstandards verbindlich festlegen, die nicht unterlaufen werden dürfen. Das wäre zwingend erforderlich. Und eine Mindestbesteuerung für Unternehmen, damit kein Steuerdumping stattfindet, dass eben nicht Firmen nach Irland wechseln oder die Entwicklung nach den Niederlanden verlagern, um Steuern zu sparen. Oder die Verluste nach Deutschland schicken, weil man sie in Deutschland besser absetzen kann von der Steuer. Da wären einheitliche EU-Regeln wirksam, notwendig, damit eben ein gerechtes Steuereinkommen da ist und dann die Mittel da sind, um die Armut zu bekämpfen. Das wäre ganz wichtig. Und die EU ist eine Wirtschaftsunion als solche gegründet. Als Linke fordern wir schon lange, die EU zu reformieren zu einer Sozial- und Umweltunion. Das heißt also, Sozial- und Umweltstandards müssen den gleichen Wert haben oder eigentlich wertvoller sein als Standards, die für die Industrie und für die Wirtschaft gut sind. Also insofern könnte die EU mehr machen. Die EU bietet einiges, hat sie angeboten, was Deutschland noch nicht umgesetzt hat, zum Beispiel hat die EU jetzt den Mitgliedstaaten die Möglichkeit eingeräumt, Extragewinne aufgrund von Spekulationen im Rahmen der Ukraine-Krise wegsteuern zu dürfen. Andere Länder machen das.
In Deutschland geht es seltsamerweise mit der FDP nicht. Das ist schon überraschend aus unserer Sicht. Also wir wären dafür, dass man diesen Weg, den die EU aufgemacht hat, nutzt und insgesamt, dass wir die EU reformieren, dahingehend, dass sie ein Sozialprojekt wird.